Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RegioTV Stadtgesprächs aus der Phoenixhalle in Stuttgart-Bad Cannstatt. Ja, und mein Gast, der war schon mal beim RegioTV Stadtgespräch, allerdings in Böblingen und da in der Funktion als Bürgermeister von Hildritzhausen. Heute ist er da in Funktion des WEV-Präsidenten. Matthias Schöck, herzlich willkommen, schön, dass Sie heute da sind. Grüße Sie herzlich. Fast genau auf den Tag vor 2 Jahren wurden Sie zum Präsidenten des Württembergischen Fußballverbandes gewählt. Ja, wie fällt Ihre 2-Jahres-Bilanz aus? Die 2-Jahres-Bilanz fällt positiv aus. Ich wusste ja, nachdem ich 6 Jahre vorab schon im Präsidium des Verbandes war, was auf mich zukommt, welche Themen, welche Aufgabenstellungen anstehen. Und insofern bin ich mit dem Verlauf der ersten 2 Jahre sehr zufrieden. Und wahrscheinlich grundsätzlich auch mit Ihrem Verband, oder? Es gibt viele positive Nachrichten, die immer wieder aus dem Württembergischen kommen. Also hier in der Region, Fußball, das passt. Das passt. Ich denke, wir sind insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt. Sowohl was unsere Struktur im Ehrenamt anbelangt, in unseren Vereinen, Bezirken und auf der Verbandsebene. Aber eben auch eine schlagkräftige Truppe im Hauptamt in der Goethestraße, die den Verband nach vorne bringt. Sie sprechen das Ehrenamt an. Ohne Ehrenamt geht es grundsätzlich im Sport nicht, im Fußball auch nicht. Es ist Wahnsinn, wie viele in Baden-Württemberg und vor allem bei Ihnen im Verband ehrenamtlich aktiv sind, oder? Ja, wir haben in Baden-Württemberg bekanntlich 1,1 Millionen ehrenamtlich aktive Menschen, die sich in ganz unterschiedlichen Bereichen einbringen, im Sportbereich ganz insbesondere und bei uns im Fußball haben wir auch sehr viel Engagierte in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich habe es gerade schon angesprochen, auf Vereinsebene. Im Verband und in unseren Bezirken sind es über 1000 Ehrenamtliche, die sich einbringen. Da sind wir sehr froh drüber. Aber damit die die Lust am Ehrenamt nicht verlieren, müssen ja auch die Rahmenbedingungen so ein bisschen stimmen. Was kann da der Verband vielleicht auch leisten, damit es gewährleistet ist? Ich denke, dass in dem Zusammenhang die Wertschätzung und einfach ja, das Bewusstsein für das Ehrenamt eine große Rolle spielt. Wir haben beim Verband dieses Bewusstsein, wir haben unterschiedliche ja, Auszeichnungsmöglichkeiten, Wertschätzungsmöglichkeiten, Vereins-Ehrenamtspreise, wir zeichnen einzelne Personen aus, wir zeichnen Vereine für ihr Engagement auf ganz unterschiedlichen Ebenen aus. Also insofern geht es letztendlich darum, dieses Ehrenamt auch herauszustellen als etwas, was gerade in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, dass wir da als Verband ganz gut unterwegs sind. Stichwort Engagement, da gehört natürlich auch, gehören so Themen wie Integration wahrscheinlich auch dazu. Ein Thema, das aktueller denn je ist. Und da ist ja der Sport und auch der Fußball vor allem auch ein perfektes Medium, oder? Ich denke schon, dass da der Sport und der Fußball insbesondere integrative Wirkung entfalten. Die Menschen, die geflüchtet sind, kommen in unsere Vereine und Fußball erklärt sich von alleine. Und die Sprache kommt dann mit dem Fußballspiel und die Integration in die Gesellschaft insgesamt auch. Insofern hat der Fußball da auch eine Aufgabe, die er angenommen hat, die er gerne angenommen hat und die er auch ganz gut erfüllt. Der Württembergische Fußballverband ist einer der größten in Deutschland. Der DFB wiederum ist einer der größten, nee, der größte der ganzen Welt. Das heißt ja, Sie haben wahrscheinlich auch jede Menge an Aufgaben. Was genau passiert so tagtäglich im Württembergischen Fußballverband? Nun, unser Kerngeschäft ist natürlich der Spielbetrieb. Diesen zu organisieren in unseren Bezirken, auf Verbandsebene, dass das alles rund läuft, ist nach wie vor unser Kerngeschäft. Aber drumherum gibt es eben viele andere Aufgaben, denen wir versuchen, gerecht zu werden. Das Thema Integration haben Sie gerade schon angesprochen. Ehrenamtliches Engagement zu fördern, die Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeiterinnen, unserer Mitarbeiter, die Talentförderung, viele, viele andere Bereiche mehr, die unsere Aufgabe sehr, sehr interessant machen. Und die Schiedsrichter gehören auch zum Beispiel dazu, ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, wo man nicht unterschätzen darf, oder? Weil die Schiedsrichter, die sind ja oft, in Anführungsstrichen auf gut Deutsch gesagt, oft die ärmste Sau. Da geht es teilweise richtig ab. Da kommt es wahrscheinlich auch darauf an, dass man die richtig schult und dass man da die auch gut begleitet, oder? Das ist richtig. Wir haben insgesamt in Summe im Verbandsgebiet 6.500 Schiedsrichter, die die Prüfung abgelegt haben. Aber wir haben einen sehr, sehr hohen Grad an Schiedsrichtern, die auch während einer Saison aufhören. Wir haben pro Jahr ca. 1000 Schiedsrichter, die die Pfeife an den Nagel hängen und deshalb auch die Notwendigkeit, da wieder für Ersatz zu sorgen. Insofern spielt die Gewinnung auf der einen Seite von Menschen, die sich
als Schiedsrichter engagieren eine wichtige Rolle und auf der anderen Seite aber auch die Erhaltung der Schiedsrichter, die Betreuung der Schiedsrichter, insbesondere in ihren ersten Monaten, wo sie auf den Sportplätzen unterwegs sind, wo sie teilweise auch Zuschauern begegnen, die ihnen nicht ganz so wohlgesonnen sind. Und da Unterstützung zu geben und den Schiedsrichtern ans Herz zu legen, diesem schönen Amt, dieser schönen Aufgabe treu zu bleiben, ist eine unserer Aufgaben. War doch schon mal ein ganz guter Aufruf. Also wenn jetzt einer von den Zuschauern gesehen hat, das wäre was für mich, dann kann er sich auf jeden Fall beim WEV melden. Wir melden uns gleich wieder, machen eine kurze Pause und sind dann wieder zurück mit dem RegioTV Stadtgespräch. RegioTV. Herzlich willkommen zurück beim RegioTV Stadtgespräch Stuttgart. Mein Gast immer noch Matthias Schöck, der Präsident vom WEV. Und der WEV bringt zusammen mit den anderen Fußballverbänden in Baden-Württemberg auch das Im Spiel raus, ein tolles Magazin, wo auch ich als Redakteur mir viele Informationen immer rausholen kann. Und da ist ja wirklich vom Spitzensport bis zum Breitensport alles vertreten, interessante Artikel. Eine gute Geschichte, wo man auch mit den anderen Verbänden zusammenarbeitet, was ja in Baden und Württemberg ja nicht immer funktioniert. Bei euch funktioniert es. Ja, dieses Im Spiel ist, glaube ich, schon ein Vorzeigeverbandsmagazin, gemeinsam mit dem Badischen Fußballverband. Wir haben, glaube ich, ein ganz schönes Bündel, einen bunten Strauß an wertvollen Informationen, die wir da alle zwei Monate unseren Vereinen an die Hand geben. Jetzt auch als App unterwegs. Kann man sich also auf dem Tablet anschauen oder dem Handy? Und auf dem App und auf dem Tablet anschauen. Jetzt ist natürlich nicht da. Ja, aber wie gesagt, das gibt es auf jeden Fall als App. Und da ist dann wirklich alles drin. Wir haben es gerade eben angesprochen, geht es auch um den Spitzensport. Auch hier in der Region dürfen wir uns auch nicht beklagen. Beim VfB lief es ja jetzt ganz gut in der Saison. Wenn man in die zweite Liga schaut, Heidenheim hat sich da etabliert. Damit hätte auch niemand gerechnet vor ein paar Jahren. Ja, und in der dritten Liga Groß-Asbach-Aalen. Also auch da sind Sie zufrieden, oder? Ja, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir mit den Vereinen an der Spitze sehr zufrieden sein können. Wir sind da auch ein Stück weit stolz drauf. Ich habe ja auch den direkten Vergleich mit anderen Verbänden. Und da ist es nicht selbstverständlich, dass man so viele Vereine in den oberen Ligen im Bundesgebiet hat. Insofern sind wir da sehr, sehr zufrieden damit. Weil es ja auch Aushängeschilder sind und dann wiederum Vorbilder für den Nachwuchs, denn ohne Nachwuchs geht es nicht weiter. Und da sind auch so Sachen wie Länderspiele von den U-Nationalmannschaften sehr interessant. Die U19-EM war hier, die U18 spielt diese Woche in Groß-Asbach gegen Italien ein Freundschaftsspiel. Also auch da passiert viel in der Region und da kommt auch der DFB gerne hier irgendwie in den Süden, oder? Ja, ich glaube, dass der DFB weiß, dass wir hier in Württemberg solche Spiele mitorganisieren können, dass wir da ein guter Partner sind bei der Austragung solcher Spiele. Und deshalb freuen wir uns drüber, wenn der DFB sich Württemberg als Austragungslandesverband ausschaut. Und wir hatten das U21-Länderspiel gegen Portugal im März und jetzt diese Woche das Spiel der U18 in Groß-Asbach. Das freut uns, das gibt ein Stück weit auch Vertrauen zurück und wir rechtfertigen das auch jeweils. Ein weiteres Highlight, und auch da haben Sie schon bewiesen, dass Sie es gut organisieren können, ist natürlich das WEV-Pokalfinale. Am 25. Mai steht es wieder an, im Gazi-Stadion auf der Waldau. Da hat man sich entschieden, man hat jetzt mal ein Stadion, so mehr oder weniger, wo man drauf hinfiebern kann, wo das Finale stattfindet. Es gibt das Wembley-Stadion in England natürlich, es gibt das Olympiastadion in Berlin, wo sich jeder drauf freut auf den DFB-Pokal. Und jetzt gibt es eben das Verbandspokalfinale im Gazi-Stadion auf der Waldau. Und die Stuttgarter Kickers quasi als Heimmannschaft treffen auf Dorf Merkingen. Ja, das macht doch den Wettbewerb aus, oder? Der Landesligist kommt zum Regionalligisten. Genau das ist der Pokalcharakter, dass es solche Duelle dann auch gibt im Finale jetzt mit Dorf Merkingen und den Stuttgarter Kickers. Ein Klassenunterschied vorhanden, sicherlich ein haushoher Favorit auf der einen Seite und ein Underdog auf der anderen Seite, der aber schon bewiesen hat, dass er höherklassige Mannschaften ausschalten kann. Und 98 schon den WEV-Pokal gewonnen. 1:0 Erfolg gegen Ulm. Die wissen also, wie es geht. Die haben das Gefühl schon mal gehabt und ich denke, sie werden alles geben, um das zu wiederholen und werden da volle Power in das
Endspiel gehen. Wir freuen uns drauf. Das ist sicherlich ein Wettbewerb, den wir als Premium-Wettbewerb in Württemberg bezeichnen können. Wir sind sehr froh, dass es seit letztem Jahr auch eine bundesweit einheitliche Ausstrahlung gibt dieses Wettbewerbs. Nahezu alle Endspiele finden am selben Tag statt. Das ist schon ein Feiertag für den Amateurfußball. Und ich glaube, die Mannschaften, die fiebern dem entgegen. Sie haben dadurch die Möglichkeit, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Im Hinterkopf sicherlich auch dieses klassische Spiel in der ersten Hauptrunde gegen die Bayern, gegen Dortmund oder wem auch immer. Insofern wird es sicherlich ein Festtag für den Fußball und wir hoffen auf 5.000, 6.000 Zuschauer. Sie haben es angesprochen, Tag der Amateure, zeitgleich oder versetzt, aber am ganzen Tag wird es Live-Spiele geben, im Fernsehen auch diese Aufwertung des WFV-Pokals, der ja jetzt auch bei euch DB-Regio-Verbandspokal, WFV-Pokal heißt. Wie wichtig ist es auch für die Vereine, auch zu sehen, dieser Pokal, da lohnt es sich wirklich Vollgas zu geben, da lohnt es sich, sich reinzuhängen? Ich glaube, dass die Wertigkeit insgesamt dadurch nochmal eine Steigerung erfährt und dass unsere Vereine das sehr wohl registrieren, dass uns als Verband auch diese Plattform sehr, sehr wichtig ist und dass der Amateurfußball dadurch auch die Möglichkeit hat, eine Stärkung zu erfahren. Also ich nehme wahr, dass das registriert wird und das ist unsere Aufgabe, den Amateurfußball dadurch auch zu unterstützen. Matthias Schöck, wir sind sehr gespannt, wie dieses Finale ausgeht, wer dann im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison ja den Württembergischen Fußballverband im DFB-Pokal vertreten wird und dann vielleicht sogar dort in der ersten Runde für die große Überraschung sorgt. Schön, dass Sie da waren und wie gesagt, alle Infos zum WFV-Pokalfinale gibt es dann natürlich auch hier bei uns bei Regio TV. Das war das Regio TV Stadtgespräch. Ihnen noch viel Spaß im weiteren Programm. Machen Sie es gut. Tschüss, auf Wiedersehen.